Hey Leute, ich bin's Conny und ich kriege von euch ständig die Frage, wie ich alles gelernt habe. Deswegen möchte ich nun eine Videoreihe starten, in der ich genau das erkläre. Der Grund, warum ich mich in manchen Bereichen so gut auskenne, liegt nur an einer Eigenschaft. Und zwar Neugier. Anstatt nach schnellen Lösungen für Probleme zu googeln und sie umzusetzen, versuche ich die Probleme und die Lösungen zu verstehen. Wenn ich vor einer neuen Software, wie zum Beispiel Roblox Studio sitze, dann schaue ich mir keine Tutorials an, sondern ich schaue mir die Software an und klicke auf jeden einzelnen Knopf und versuche zu verstehen, was er macht. Und ich weiß, dass viele nicht die intrinsische Motivation haben, ein System so auseinanderzunehmen wie ich. Deshalb möchte ich euch mit dieser Serie dabei helfen, Roblox Studio zu lernen. In dieser Videoreihe fangen wir ganz am Anfang an und arbeiten uns Schritt für Schritt vor. Jedes Video soll nur ein Thema behandeln, aber sich mit dem Thema ausführlich auseinandersetzt. Ich habe diese Serie jetzt schon sehr lange geplant, aber da ich selbst nie so viel Zeit habe und da eigentlich so viel Vorbereitung drin stecken muss, habe ich es immer wieder nach hinten verschoben. Aber es wird langsam Zeit für einen Nachfolger meiner Coding-Lernserie und das wird jetzt die Roblox Studio-Lernserie. Die Voraussetzungen, dass ihr mitmachen könnt, sind erstens, ihr braucht einen Windows-PC oder einen Laptop. Ihr braucht ganz simple Grundkenntnisse in Windows und mit eurem Browser und den Rest versuche ich euch beizubringen. Wir werden sehen, wie gut ich das schaffe. Schreibt mir bitte dann auch in die Kommentare, ob ich ausführlich genug war, ob es zu ausführlich war vielleicht auch, weil ich habe nicht die Zeit, alles bis zum Ende durchzuplanen. Ich hoffe, die Serie wird so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Viele Videos werden erstmal sehr, sehr simple Themen besprechen. Wir werden klein anfangen und ich werde die Videos alle mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen versehen. Jedes Video stellt einen Skill dar. Für manche Skills sind andere Skills die Voraussetzung, so wie in einem Skilltree. Den Skilltree, den werden wir während der Serie erarbeiten, weil ich nicht die Zeit hatte, jetzt vor der Serie einen Skilltree zu machen. Und wie bei einem richtigen Level-System levelt man am Anfang schnell und am Ende geht's langsamer. Aber dafür lernt ihr da dann umso richtig. Mit jedem Level werdet ihr sozusagen stärker, ihr werdet besser in Roblox Studio. Das ist das Ziel. Da ich ein paar Mal auch darauf angesprochen wurde, wenn ich in so einem Video etwas programmiere oder irgendwelche Models baue, dann werden der Code und die Models für Kanalmitglieder zum Download angeboten, sind aber nicht relevant fürs Lernen, da ihr es selbst machen sollt. Am besten lernt man Dinge, wenn man sie selber macht. Die Downloads sind also nur ein Extra, um Kanalmitgliedern irgendwas zurückzugeben. Und eine Mitgliedschaft ist kein Muss, aber sehr hilfreich, weil ich halt nicht so viel Geld mit YouTube verdiene, dass ich davon leben könnte. Und vor allem die Roblox Studio Serien, die verlangen ziemlich viel Zeit und Arbeit von mir ab und das lohnt sich halt eigentlich nicht. Ich mache es nur, weil ich es machen möchte. Deswegen wäre es sehr nett, wenn ihr mich unterstützt mit einer Kanalmitgliedschaft. Es wäre praktisch, wenn ihr vorher die Coding-Lernserie geschaut habt, aber ich werde in dieser Serie darauf achten, dass ich kein Wissen voraussetze, was man nicht innerhalb dieser Serie vorher lernt. Wenn ihr in irgendeinem Video nicht weiterkommt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht liegt es daran, dass ihr vielleicht ein Video mit einem zu hohen Level ausgewählt habt. Das wird aber am Anfang nicht der Fall sein, weil wir werden ganz simpel anfangen mit: Wie erstellt man sich einen Roblox-Account? Wie lädt man Roblox Studio runter? Wie installiert man Roblox Studio? Also ganz einfach Schritt für Schritt, weil ich auch in meinen Tutorials gemerkt habe, es gibt ständig Fragen zu irgendwelchen Themen, bei denen ich denke, die sind doch selbstverständlich. In Zukunft kann ich dann immer auf diese Videos verweisen, in denen ich wirklich diese ganz simplen Basic-Themen, Level 0 sagen wir mal, vorschlagen kann. Schau dir doch erstmal Roblox Studio Lernen Level 0 an, bevor du mit Level 13 weitermachst. Ich habe persönlich keine Ahnung, wie es mit Level 13 aussehen wird. Das wird ja wie gesagt ein Skilltree. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich irgendwann Level 13e, Level 13b geben, weil es ist kein linearer Pfad, den man lernt. Es gibt so viele verschiedene Bereiche, die ihr lernen könnt und ich versuche euch komplett Roblox Studio beizubringen. Jede Schaltfläche, die es gibt, was sie macht, natürlich auch, wie man dann irgendwann programmiert, wie man Sachen baut und ich versuche dabei dann selbst auch ein bisschen mehr Roblox Studio zu lernen, weil ich bin auch kein Profi. Ich kann auch nicht alles, aber ich versuche alles zu lernen, indem ich einfach ausprobiere. Und auf den Weg nehme ich euch mit. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auf dem Video ein Like da lasst, das vielleicht jemand anderen vorschlagt, der auch Roblox Studio lernen will. Es wird eine Weile dauern, bis ich eine vollständige Serie habe. Bei mir kam bis jetzt immer nur ein Roblox Studio Video pro Woche und selbst das war schon sehr viel Arbeit für mich. Aber wenn wir dann endlich ein paar mehr Videos haben, dann wird die Serie hoffentlich sehr hilfreich sein. Und das mit eurer Hilfe, weil ich mich auf euer Feedback freue. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Videos fandet. Und falls ihr jemals bei irgendeinem Video nicht weiterkommt, schaut erstmal nach, ob es irgendein Video mit einem niedrigeren Level gibt, das ihr noch nicht geschaut habt. Vielleicht kann euch das dabei helfen. Das ist zumindest das Ziel der Serie. Wir werden sehen, wie es wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!